Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Ich winke mal kurz, winke, winke. Die Aufzeichnungszuschauer können das sehen. Ja, es wird ja manche freuen, die noch nicht ihr Abo gekündigt haben. In den letzten Monaten war ja immer auch der Talk auch mit Diplom-Theologe Jürgen Wagner von der Schenker-Bewegung immer mit seinen Thesen vertreten und andere Konzepte, die sich vielleicht als unrealistisch und antiwissenschaftlich und antinaturwissenschaftlich erlebt haben, zu Recht. Und das habe ich jetzt beendet, nachdem wir trotz dessen der Tatsache, dass es einzigartig ist, dass es nur eine freie Argumentekultur gibt, die wirklich alles zulässt, immerhin, und dass es auf der Welt auch nur sozusagen, oder auch der Herr Wagner selber, einzigartige Moderationsfähigkeiten hat, Herr Wagner. Aber das nützt alles nichts, wenn sich dann doch herausstellt, dass am Ende das Prinzip Verantwortung philosophisch letztendlich da philosophische Dinge auch von Lorenz Kohlberg über allem anderen stehen und letztendlich keine Chance lassen. Die Philosophie ist ja eine Betonwand. Da kann man nur verlieren. Da hat ja Richard Dawkins auch schon die Erfahrung machen müssen, dass man da nur verlieren kann und letztendlich sich nur eine blutige Nase holen kann. Erstmal hier kurz zwischendurch. Also das ist ja das Wahlbündnis, was der Welt zur Verfügung steht, zur Nutzung. Bis jetzt scheitert es an der ungeheuren Unkooperativität, wir sind wirklich Splittergruppen, da kann man sich auch fragen, vielleicht sind diese Splittergruppen auch nur dazu da, zu verhindern, dass es jemals eine Einigkeit gibt hin zur Abschaffung des Kapitalismus. Ja, das ist also nochmal, ja, die GWÖ-GWO-Kombi ist ja natürlich die Weltrettungskonzeption, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Gemeinwohlökonomie kombiniert. Ja, das so weit. Na, lass ich's mal erstmal gut sein hier mit den Bildchen. Ja, die Partei des Gemeinwohls ist ja auch noch ein wichtiges Element. Aber ich bleibe jetzt mal hier stehen. Oder geh einfach nochmal zurück hier. Typ. Oh ja, bleib nochmal einfach hier. Ja, also was war das Problem? Ja, der Schachuhr-Talk war die entscheidende richtige Lösung, weil der brachte die Klarheit, ob meine Hoffnung, die philosophische Ausrichtung des Diplom-Theologen Jürgen Wagner beenden zu können. Sie wissen ja, dass wir die Philosophie als die Hauptdienstmarkt des Kapitalismus, die philosophische Fremdenlegion des Kapitalismus verstehen, die stärkste, unschlagbare militärische Truppe des Kapitalismus. Man kann den Kapitalismus vielleicht beenden, vielleicht auch nicht, aber man kann garantiert nie gegen die Philosophie gewinnen, weil die ist absolut gummiartig, da ist nichts zu machen, da wird ausgewichen, da wird das Thema gewechselt, da werden alle Tricks gelaufen, nur um bestimmte unrealistische, antiwissenschaftliche, philosophische Positionen halten zu können, ne? Also, und damit ist natürlich die Philosophie eines der Hauptfächer, wie die kapitalistischen pseudowissenschaftlichen Elemente
sozusagen die Universitäten verschmutzen konnten. Eines der Einfallstore. Wir haben viele Einfallstore für kapitalistische, manipulative Gedankensysteme, aber die Philosophie ist ja ausdrücklich das Fach der Manipulation. Also es haben ja letztendlich nur überlebt diejenigen philosophischen Konzepte, die andere Menschen manipulieren, weg von ihrem Eigennutz, von ihrem gesunden Eigennutz hin in Richtung der Selbstschädigung. Und vielleicht kann man es aber auch so sagen, während ich versucht habe, den Philosophen zu bekehren, bin ich vielleicht reingefallen auf eine alte Abwehrstrategie des Kapitalismus. Wir kennen das alle. Auch so als so diese ganzen Greenwashing-Abwehrstrategien, die lauten ungefähr so, ja, die Wirtschaft hat sich zu einer verantwortlichen Prüfung der Dinge verpflichtet und sie wird das in Eigenverantwortung, wird sie die Schädlichkeit ihrer Produkte oder die Schädlichkeit für die Umwelt reduzieren. Pustekuchen. Das ist immer der Trick, wo dann letztendlich gar nichts geschieht und die Wirtschaft weiterhin ihre Profite auf Kosten von Mensch- und Umweltvergiftung macht. Und das Ganze dient nur Greenwashing-Aspekten, anstatt eben knallharte Gesetze zu bringen. Und genau genommen hat Diplom-Theologe Jürgen Wagner, indem er so ähnlich wie Hans Jonas mit dem Prinzip das Prinzip Verantwortung argumentiert hat, ja, es reicht doch, wenn die Menschen alle verantwortlich denken lernen und dann brauchen wir doch keine gesetzlichen Änderungen wie die GWÖ-GWO-Kombi, die einfach per strenger gesetzlicher Regelung jegliche kapitalistischen Schweinereien unterbinden. Also die kapitalistische Schädlichkeit aussterben lassen per Gesetzesänderung. Vielleicht ist das genau wieder das übliche Spiel. Diplom-Theologe Jürgen Wagner plädiert dafür, es reicht doch, wenn wir appellieren an das Prinzip Verantwortung, an Verantwortungsbewusstsein. Und dabei ist das unmöglich, weil ein Mensch ja gar nicht in der Lage wird, durch den Appell an das Prinzip Verantwortung seine vorteilbringenden Irrtümer, die er ja glaubt und für Wahrheiten hält, aufzugeben, weil sozusagen das unterstellt ja, dass der Unternehmer ein schlechtes Gewissen hätte im Kapitalismus. Das Gegenteil ist der Fall. Der schaut morgens in den Spiegel und sagt, oh, es ist toll, mit was für gesunden Produkten ich die Menschheit versorge, weil er ja den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, dass zum Beispiel seine krankmachenden Zucker- und Chemieprodukte und Billigschemieprodukte sozusagen, die seien gesundheitlich unbedenklich. Und weil er diesen vorteilbringenden Irrtum glaubt, schaut er in den Spiegel und sagt, oh, ich bin ein ganz toller Hecht, ich mache alles richtig. Und ich handle verantwortungsbewusst. Schluck Wasser. Das heißt, dieser Weg hat nie eine Chance. Es gibt nur den Weg der gesetzlichen Unterbindung. Wenn dann Einzelne dazukommen, die sozusagen aus Verantwortungsbewusstsein heraus tatsächlich es schaffen, auch im Sinne des Philosophen Lorenz Kohlberg auch noch schaffen, irgendwie wirklich mal den einen oder anderen vorteilbringenden Irrtum zu hinterfragen und das post-conventional Level der Moralentwicklung zu erreichen und dann wirklich erkennen, ja hoppla, meine Chemie-Zuckerprodukte sind ja doch gesundheitsschädlich und dann höre ich jetzt auf damit. Was ist aber das Ergebnis? Dieser Konzern geht pleite, dieses Unternehmen geht pleite und ein anderer Konzern, der wieder die vorteilbringenden Irrtümer glaubt, dass seine Produkte unbedenklich seien, wird stattdessen Marktführer. Ja, dadurch ändert sich überhaupt nichts im Kapitalismus. Also es gibt nur eine Möglichkeit, nicht mehr auf das Spiel mit
in die Industrie in Eigenverantwortung reinfallen, sondern gesetzliche Unterbindung durch die GWÖ-GWO-Kombi. Die Unterbindung der kapitalistischen Schweinereien ist die einzige Möglichkeit. Ja? Ja, und ich hätte das eigentlich wissen müssen, denn Professor Richard Dawkins, das egoistische Gen, Stephen Hawking mit seinem mit seiner Aussage, dass er das Universum auch problemlos erklären kann, ohne irgendwelche Götter ins Spiel zu bringen, sozusagen. Ich hätte wissen müssen, dass es als oberstes Gesetz gilt. Leg dich nie mit der philosophischen Fremdenlegion des Kapitalismus an. Da ist nichts möglich. Ja, das ist chancenlos. Und das wird jetzt dann halt viele freuen, dass dieses Kapitel jetzt hiermit mit dieser Sendung dann auch abgeschlossen und beendet ist. Das heißt, ich werde versuchen, auch mich nie wieder mit der Philosophie, mit der stärksten, unschlagbaren Fremdenlegion des Kapitalismus anzulegen. Noch einmal das Grundprinzip. Wir können vielleicht den Kapitalismus irgendwann schlagen, aber niemals seine stärksten Legionen, die Philosophie, die Königsdisziplin aller Pseudowissenschaft ist und aller Manipulationen, ne? Und dieses Prinzip auch sozusagen andere Menschen zu manipulieren, sie mögen sich doch wie die weißen Blutkörperchen, wie die Bienen und Ameisen selbst aufopfern für das große Ganze und genauso soll sich das Säugetier Mensch für die Menschheit das große Ganze aufopfern und auch bis hin zur Lebensopferung. Diese Manipulationsprozesse dürfen wir eigentlich auch gar keinen Raum geben. Das handelt sich ja um Schädigung der Mitmenschen. Ja, da verabschiede ich mich. Ich winke Ihnen nochmal den Aufzeichnungszuschauern. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuschauer. Und ab der nächsten Sendung geht's wieder mit Realität weiter und nicht mehr mit unrealistischen Konzepten, die so viel Platz und Zeit bekommen haben in den ganzen Sendungen und so weiter. Also, ich beende erst einmal die Aufzeichnung.